und ich zeige euch das Zehnerli auf dem Gummitwist. Das 1 hüpfe ich einfach über die beiden Seile. Für das 2 hüpfe ich auf das Seil drauf. Für das 3 hüpfe ich immer mit beiden Beinen auf das andere Seil. Für das 4 hüpfe ich immer zwischen den Seilen. Für das 5 hüpfe ich in die Mitte, dann raus in die Mitte und ganz raus. Für die 6 hüpfe ich über das Seil drüber, nehme das andere Seil mit und springe auf das Seil. Schaut mir zu. Die 7 ist etwas komplizierter. Ich springe mit dem Seil über das andere Seil und dann wechsle ich die Füße. Schaut mal zu. Man kann es sogar auch im Kreis tun. Für die 8 springe ich zwischen das Seil und gehe dann mit dem Fuß auf das Seil, wieder zwischen dem Seil, auf dem Seil und dann rüber. Ich zeige es. 1, 2, 1, 2 und jetzt rüber. 1, 2, 1, 2. Bei der 9 habe ich ein Seil unten und ein Fuß über dem Seil. Also so, 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 aber immer noch Seitenwechsel. Ich zeige es. 1, 2, 1, 2. Zum Schluss noch der Knoten. Ich springe rein, nehme das Seil von hinten, auch von hinten, gehe nach vorne links, hinten durch, Kreis und dann lüpfe ich dasjenige Bein, das ich als letztes abgestellt habe. Ich zeige es ganz langsam. Rechtes Bein holt Schnur, linkes Bein holt Seil, rechts, rechter Fuß geht links. Hinten gehe ich rum, 180 Grad. Ich gehe wieder darüber, hinten nach. Und das habe ich als letztes abgestellt. Also nehme ich das raus, Mitte und raus. Noch zu den Regeln. Man muss immer mit beiden Füßen gleichzeitig landen. Also nicht bum bum, sondern bum. Und man beginnt, also meistens stehen zwei Leute das Seil oder man nimmt einen Stuhl. Man beginnt unten bei den Füßen. Nachher macht man es schwieriger und das Seil rutscht zu den Knien und dann zu den Hüften und am Schluss auf der Taille. Und so wird es immer schwerer, weil es immer höher geht. Nach einem Fehler gibt es einen Wechsel, dann kann jemand, der gestanden hat, rein. Viel Spaß! Tschüss!